Ihr kennt sie sicher auch. Diese Lektüren, die wenig mit der eigenen Lebensrealität zu tun haben und einen ratlos, gelangweilt und geschockt zurücklassen. Als ich an der Uni Eugene O'Neills Long Day's Journey into Night gelesen habe, war ich verwundert und geschockt. Auf 69 Seiten wird Alkohol erwähnt, auf 17 Seiten getrunken, alle Charaktere sind suchtkrank. Ich war danach wirklich irritiert. Aber wie das so oft bei mir der Fall ist, kam die Liebe zum Stück dann, als ich mich genauer damit beschäftigt habe. Hier ein paar Key Facts zu Werk und Autor. Eugene O'Neill war ein bedeutender Schriftsteller irisch-amerikanischer Herkunft. Und Fun Fact, auch Schwiegervater von Charlie Chaplin. 1936 bekam er den Literaturnobelpreis. Außerdem vier Pulitzerpreise. Den letzten davon bekam er 1957 posthum für Long Day's Journey into Night. Auch das Werk wurde erst nach seinem Tod veröffentlicht. Es gilt als Klassiker des modernen amerikanischen Dramas. Long Day's Journey into Night ist ein autobiografisches Werk, in dem O'Neill seine eigene Familiengeschichte porträtiert. Es zeigt einen Tag im Leben der Familie Tyrone, von Morgen bis Mitternacht. Währenddessen werden langsam die Schicksale und Konflikte in der Familie enthüllt. Die Familie ist zerrüttet. Es herrscht eine deprimierende Atmosphäre. O'Neills Botschaft: Familie kann man sich nicht aussuchen. Sie ist Schicksal. Kommen wir zu einem Überblick der Protagonisten des Stücks. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, denn im Laufe der Handlung werden immer mehr Details zu den Personen enthüllt. O'Neill hat eine sehr detaillierte Beschreibung der Charaktere gegeben. Das schreit eigentlich beinahe dazu, sie in die KI zu geben, um uns ein Bild von ihnen erstellen zu lassen. Anhand der extrem detaillierten Beschreibungen lässt sich schon erahnen, dass O'Neill ein sehr klares Bild der Charaktere im Kopf hat. Eben weil sie auf seiner eigenen Familie basieren. Familienvater James Tyrone, im Stück meist Tyrone genannt, er hat sich vom irischen Bauern bis zum berühmten Schauspieler hochgearbeitet, aber besitzt mittlerweile auch nicht mehr dieses Standing, was wohl auch mit seiner Alkoholsucht zusammenhängt. Seine Kindheit in Armut hat ihn so sehr geprägt, dass er die Familie mit seinem Geizdrang saliert. Mutter Mary Tyrone leidet an Rheuma und fällt durch ihre nervösen Hände auf. Ihre Hände sind immer in Bewegung, schreibt O'Neill. Nach der Geburt des jüngsten Sohnes ist sie morphiumabhängig geworden. Zum Zeitpunkt des Stücks hat sie gerade eine Entziehungskur hinter sich. Jamie, der ältere Sohn, trägt den Namen seines Vaters und eiferte diesem auch nach. Er wurde wie sein Vater Schauspieler, hat sein Potenzial aber nie genutzt und ist stattdessen an seiner Alkoholabhängigkeit gescheitert. Mit der Zeit wurde er zum Zyniker. Edmund ist der jüngere Sohn und verkörpert Autor Eugene O'Neill. Er leidet während des Dramas an Tuberkulose, die aber von der Familie zunächst als Sommergrippe bagatellisiert wird. Auch Edmund hat ein Alkoholproblem und trinkt trotz seines Gesundheitszustands weiter. Er interessiert sich für Philosophie und Lyrik und liest Bücher von Autoren, die seinem Vater nicht gefallen. Außerdem gab es ein weiteres Kind, Eugene, das als Baby gestorben ist. O'Neill hat also seinen Namen mit dem seines verstorbenen Bruders getauscht. Das Drama findet innerhalb eines Tages im Sommerhaus der Familie statt. Der Großteil der Handlung spielt sich im Wohnzimmer ab. Es gibt immer wieder kürzere Zeitsprünge und räumliche Wechsel in benachbarte Zimmer des Hauses. Auch das Wohnzimmer ist detailliert beschrieben und beinhaltet unzählige Bücher. Die Handlung lebt fast ausschließlich von den Konflikten und Streitgesprächen zwischen den Familienmitgliedern. Das Stück beginnt beim Familienfrühstück mit Mary und Tyrone und direkt im ersten Satz des Dramas sagt Tyrone seiner Frau, dass sie ordentlich zugelegt habe. Auf mich als Leser hat das erstmal befremdlich gewirkt. Aber Tyrone meint das an dieser Stelle wirklich als Lob. Und auch Mary ist letztlich zufrieden mit der Gewichtszunahme. Man muss auch bedenken, dass sie eventuell durch ihren Entzug Gewicht verloren hat. Die beiden unterhalten sich. Dabei fällt das Thema auf Tyrones Immobilienspekulationen, die Mary nicht wirklich gefallen. Sie werden unterbrochen, als Edmund im Nachbarraum einen Hustenanfall hat. Mary macht sich sogleich Sorgen um Edmund, aber Tyrone beruhigt sie und sagt ihr, dass sie sich schonen solle. Kurz darauf lachen die beiden Söhne im Nachbarraum und Tyrone ist eingeschnappt, weil er denkt, dass sie über ihn lachen würden. Als die Söhne in den Raum kommen, wird das Gespräch bissiger. Sie lästern über Tyrones laute Schnarchen und Tyrone attackiert Jamie für seinen mangelnden Ehrgeiz. Tyrone und Edmund streiten sich. Der Sohn ergreift Partei für den Pächter eines Landstücks der Familie in Irland. Edmund wird sauer und verlässt den Raum mit einem weiteren Hustenanfall. Während Jamie sich allmählich Sorgen um seinen Bruder macht, spielt Tyrone das Thema runter. Als Mary dann geht, weist Tyrone Jamie darauf hin, nicht über Edmunds Krankheit zu sprechen, solange Mary da ist. Sie solle sich während ihres Entzugs nicht aufregen. Beide befürchten aber, dass Edmund an Schwindsucht leiden könnte, heute besser bekannt als Tuberkulose.
Tyrone und Jamie geraten dann in einen Streit. Jamie wirft seinem Vater vor, zu geizig für einen anständigen Arzt zu sein. Tyrone schimpft wieder über den mangelnden Ehrgeiz seines Sohnes. Jamie erwidert ihm, dass er eigentlich nie Schauspieler werden wollte. Tyrone und Jamie unterhalten sich weiter. Es geht um Edmund, der bei einer Lokalzeitung arbeitet, und um Mary, die wieder vom Entzug zurück ist. Tyrone mache sich vielleicht selbst etwas vor, weil er denkt, dass es Mary wieder besser gehe. Jamie berichtet nämlich davon, dass er sie in der Nacht im Gästezimmer gehört habe. Das könnte auf einen möglichen Rückfall hindeuten. Tyrone aber meint, dass das nur an seinem Schnarchen liegen würde. Dann wird auch erklärt, wie es zu Marys Morphiumsucht kam. Edmunds Geburt vor 23 Jahren war für Mary sehr schmerzvoll. Tyrone heuerte einen billigen Arzt an, der ihr Morphium verschrieben hat. Die beiden unterbrechen ihre Unterhaltung, als Mary wieder in den Raum kommt und gehen weg. Dann kommt Edmund hinzu und hat wieder einen Hustenanfall. Mary macht sich Sorgen um Edmund, der aber sagt ihr, dass sie sich um sich selbst sorgen solle. Mary wechselt das Thema, sagt, dass sie das Sommerhaus hasse, in dem sie leben, und dass sie keine Freunde habe. Direkt im ersten Akt bekommt das Publikum einen guten Eindruck von der Familie. Die Einrichtung zeigt, dass sie gebildet ist und über einen gewissen Reichtum verfügt. Die Charakterbeschreibungen deuten schon auf Probleme hin, die dann im ersten Akt bereits thematisiert werden. Etwa die Morphiumsucht der Mutter, das Alkoholproblem von Jamie und die Krankheit von Edmund. Auch der zentrale Konflikt zwischen Tyrone und Jamie wird offenbart. Tyrone unterstellt Jamie Faulheit und mangelnden Ehrgeiz, welchen er gebraucht hat, um sich vom irischen Bauern hochzuarbeiten. Jamie dagegen kritisiert Tyrones Geiz. Jamie macht ihn für die Morphiumsucht der Mutter verantwortlich. Zum Ende des Akts kommt dann auch Mary zu Wort. Sie äußert ihren Unmut über ihre Situation und die Knausrigkeit ihres Mannes. Vor allem beklagt sie, dass ihr eine echte Heimat fehle. Mit Tyrone als Schauspieler ist sie immer auf Tour und das Sommerhaus fühlt sich für sie nicht wie ein echtes Zuhause an. Als Mary zum Mittagessen kommt, haben die Söhne schon einen Whisky gekippt. Jamie schimpft über Tyrone, der noch mit den Nachbarn quatscht. Edmund geht raus, um den Vater zu holen. Als die beiden allein sind, starrt Jamie seine Mutter besorgt an. Sie fragt ihn warum. Er entgegnet ihr, dass sie sich das doch selbst denken könne. Auch wenn er es nicht direkt sagt, weiß er, dass Mary wieder Morphium nimmt. Als Edmund zurückkehrt, sagt Mary ihm, dass Jamie sich schämen solle, weil er irgendwelche Andeutungen mache, woraufhin Edmund verärgert reagiert. Sofort nimmt Mary aber Jamie wieder in Schutz. Dann kommt Tyrone herein. Alle schenken sich einen großen Schluck Whisky ein. Plötzlich bricht es aus Mary heraus. Tyrone habe nie begriffen, was sein Zuhause sei. Wäre er lieber Junggeselle geblieben, in den Bars und Kneipen fühle er sich ohnehin wohler. Nach diesem Gefühlsausbruch von Mary ist Tyrone sichtlich angefasst. Nun ahnt auch er, dass sie wieder Morphium nimmt. Beim Essen kritisiert Mary Tyrone zunächst dafür, dass er Edmund trinken lasse. Sofort nimmt sie das aber wieder zurück. Die Söhne gehen. Tyrone starrt Mary an. Er sei ein Idiot gewesen, ihr geglaubt zu haben. Mary streitet die Vorwürfe ab, weiß aber, dass Tyrone sie jetzt durchschaut hat. Tyrone nimmt sich noch ein Glas Whisky, Mary beschwert sich über seinen Alkoholkonsum und die Szene endet. Die erste Szene des zweiten Akts führt uns an den Alkohol heran. Der Whisky ist eines der zentralen Motive des Stücks. Die Männer sehen ihn alle als einen Weg an, ihren Problemen zu entfliehen. Edmund, der trotz seiner Krankheit trinkt, Tyrone, der mit noch einem Glas versucht, Marys Rückfall zu verdrängen. Genauso macht das aber auch Mary mit dem Morphium. Sie ist tief unglücklich über ihre Lebensumstände und sehnt sich nach einem Zuhause. Das ist für sie mehr als nur ein Ort, sondern eine klare Vision. Mein Haus, mein Garten, meine Familie und so weiter. Eine Stunde später, während die Familie wieder eine kleine Auseinandersetzung hat, klingelt das Telefon. Es ist Doc Hardy. Er will Edmund am Nachmittag sehen. Sofort beginnt Mary, Doc Hardy zu diskreditieren. Edmund habe nur eine Sommergrippe. Sie geht nach oben. Vermutlich um Morphium zu nehmen, meint Jamie und wird dafür von den anderen beschimpft. Er entgegnet ihnen, dass sie der Wahrheit ins Auge sehen sollten. Edmund meint, dass Jamie zu pessimistisch sei. Er beendet das Gespräch und will mit seiner Mutter über die Drogen reden. Als er weg ist, verrät Tyrone Jamie, dass Edmund Tuberkulose hat. Wenn er aber sofort in ein Sanatorium gehe, sei er in 6 bis 12 Monaten wieder gesund, so Doc Hardy. Jamie verlangt von Tyrone, dass er bloß nicht am Sanatorium spare. Tyrone sei nämlich der Auffassung, dass die Krankheit sicher zum Tod führe und das Sanatorium deswegen nur rausgeschmissenes Geld sei, unterstellt ihm Jamie.
Er entschließt sich, Tyrone und Edmund am Nachmittag zum Arzt zu begleiten und verlässt den Raum. Dann kommt Mary zurück. Sie sagt Tyrone, dass Jamie ein guter Sohn wäre, wenn er in einem echten Zuhause groß geworden wäre. Danach thematisiert sie wieder Tyrones Alkoholkonsum. Dieser entgegnet ihr, dass niemand je einen besseren Grund gehabt habe zu trinken. Das sagt er natürlich hinsichtlich ihres Morphiumrückfalls. Mary weicht den Anschuldigungen aus, meint aber, dass Tyrone sie nicht alleine lassen solle, weil sie sonst wieder einsam werde. Tyrone meint, dass Mary doch einen Ausflug mit dem neuen Auto unternehmen könne. Aber Mary beschwert sich, weil sie niemanden habe, den sie besuchen könnte. Seit ihrer Heirat habe sie keine Freunde mehr. Dann wechselt Mary das Thema und erzählt die Geschichte, wie sie morphiumabhängig wurde. Dabei impliziert sie, dass Tyrone eine Mitschuld daran habe, weil er so einen billigen Arzt kommen ließ. Tyrone sagt, dass Mary mit den alten Geschichten aufhören soll, aber sie könne die Vergangenheit nicht ruhen lassen. Dann enthüllt Mary die nächste Geschichte. Sie gebe sich selbst die Schuld an ihrem Schicksal, denn sie habe sich geschworen, nach Eugene kein weiteres Kind mehr zu bekommen. Auch an dessen Tod gebe sie sich die Schuld. Sie habe das Baby damals bei ihrer Mutter gelassen, um Tyrone auf Tour zu besuchen. Jamie habe zu diesem Zeitpunkt die Masern gehabt und sei zum Baby gegangen, trotz Verbot. Dadurch steckte er Eugene an, der dann an den Masern starb. Mary meint, dass Jamie das absichtlich getan habe, aus Eifersucht. Tyrone habe Mary dann dazu überredet, ein weiteres Kind als Ersatz für Eugene zu bekommen. Dadurch kam Edmund zur Welt. Ein Kind so schwach und fragil, als ob Gott sie strafen wolle, meint Mary. Dann kommt Edmund herein und bittet seinen Vater um Geld. Dieser willigt zähneknirschend ein. Edmund ist dankbar, äußert dann aber den Gedanken, dass sein Vater das vielleicht nur tue, weil er meine, dass Edmund sterben werde. Als er aber sieht, dass Tyrone vor dieser Aussage bitter getroffen ist, nimmt er es wieder zurück. Mary beginnt zu weinen. Edmund sagt ihr, dass sie mit dem Morphium aufhören solle. Sie bestreitet die Vorwürfe weiter, gibt aber zu, dass sie sich selbst belüge. Die Männer gehen dann zum Arzt und Mary bleibt zurück. Froh, dass sie weg sind, traurig, dass sie wieder allein ist. In dieser Szene erfahren wir mehr über die Vergangenheit der Familie, etwa die Geschichte um den Tod von Eugene. Gleichzeitig kommen aber auch immer wieder die alten Streitthemen auf. Tyrones Geiz, Marys Einsamkeit und fehlende Heimat, ebenso wie ihre Morphiumsucht und der Alkoholkonsum der Männer. Nun ist auch klar, dass Edmund tatsächlich Tuberkulose hat. Die Protagonisten haben eine ganz unterschiedliche Weise, damit umzugehen. Mary will die Schwere seiner Erkrankung nicht wahrhaben. Tyrone hat Edmund wohl schon abgeschrieben, zumindest haben seine Söhne diesen Verdacht. Jamie dagegen macht sich ernsthaft Sorgen, will das beste Sanatorium für seinen Bruder und begleitet die beiden zum Arzt. Er hat Angst, erneut einen Bruder zu verlieren, auch weil er sich selbst eine Mitschuld an Eugenes Tod gibt. Akt 3 beginnt vor dem Abendessen. Mary und das Dienstmädchen Kathleen sitzen zusammen im Raum. Sie sprechen über den Nebel, der bereits zuvor ein paar Mal erwähnt wurde. Er umgibt das ganze Haus der Familie Tyrone. Mary schwelgt in Erinnerung an ihre Vergangenheit und ihre Kindheit. Sie sei einst ein frommes katholisches Schulmädchen gewesen und habe sich in der Theaterwelt nie zu Hause gefühlt. Sie habe einst zwei Träume gehabt. Sie wollte Nonne werden oder eine professionelle Pianistin. Diese beiden Träume habe sie aber begraben, als sie Tyrone kennengelernt habe. Als Kathleen geht, um nach dem Essen zu schauen, wird Mary traurig. Sie will gerade wieder nach oben gehen, um mehr Morphium zu nehmen, da kommen Edmund und Tyrone zurück. Die Männer sind betrunken, merken aber sofort, dass Mary unter Drogen steht. Mary ist froh, dass sie wieder da sind, sei aber auch überrascht, dass sie überhaupt zurückgekommen seien. Jamie dagegen ist noch in der Stadt, um zu trinken. In ihn habe sie die Hoffnung bereits aufgegeben. Umso wichtiger sei es, dass er Edmund nicht mit seiner Eifersucht schade, wie er es bei Eugene getan habe. Tyrone ist genervt von ihren Ausführungen. Warum sei er überhaupt zu seiner drogensüchtigen Frau zurückgekommen? Mary spricht aber weiter über Jamie. Er habe eine große Zukunft gehabt, bevor er anfing zu trinken. Dafür macht Mary Tyrone verantwortlich. Immer wenn Jamie als Kind einen Albtraum oder Bauchschmerzen gehabt habe, gab ihm der Vater einen Löffel Whisky. Mary erinnert sich dann zurück, als sie Tyrone traf. Das bringt Tyrone zum Weinen. Er sagt seiner Frau, dass er sie liebe. Auch Mary liebe ihn noch immer, aber sie hätte ihn nie geheiratet, wenn sie gewusst hätte, wie viel er trinkt. Immer wieder habe sie in Hotelzimmern auf ihn gewartet, bis er von seinen Kneipentouren zurückkam. Sie berichtet sogar von einem Mal während der Flitterwochen.
Das alles könne sie nicht vergessen, aber sie versuche zu verzeihen. Derweil geht Tyron noch eine Flasche Whisky holen. Edmund gesteht Mary dann, dass er Tuberkulose habe. Mary zweifelt das aber sofort an und beschimpft Doc Hardy. Sie will es nicht wahrhaben. Sie bagatellisiert seine Erkrankung, sagt, davon werde er nicht sterben. Edmund entgegnet ihr, dass ihr eigener Vater daran gestorben sei. Edmund geht, weil er seine drogenkranke Mutter nicht mehr aushalte. Mary ist wieder allein. Sie sagt, dass sie mehr Morphium brauche und sinniert darüber, eine Überdosis zu nehmen. Was sie aber nicht absichtlich tun könne, weil ihr das die Jungfrau Maria nicht verzeihen würde. Als Tyron zurückkommt, jammert Mary, dass Edmund sterben werde. Tyron versucht sie zu beruhigen, sagt, dass Edmund in 6 Monaten wieder gesund sei. Mary gibt sich aber wieder selbst die Schuld an der Situation, weil sie kein weiteres Kind hätte bekommen sollen. Kathleen kommt und holt die beiden zum Essen. Mary sagt aber, dass sie keinen Hunger habe. Sie gehe ins Bett, beziehungsweise mehr Drogen nehmen, wie Tyron meint. Die Akte des Dramas finden immer vor oder nach dem Essen statt. Die Mahlzeiten sind die Zeitpunkte, an denen die Familie zusammenkommen soll. Während beim Frühstück noch alle dabei sind, zögert sich das Mittagessen immer weiter raus, weil alle noch auf Tyron warten. Beim Abendessen ist Jamie gar nicht zu Hause und auch Mary entzieht sich dem Treffen. Im Verlaufe des Stücks und damit des Tages wird die Lage immer angespannter, die Gespräche giftiger und die Familienmitglieder stehen immer mehr unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Vor allem Mary merkt man das an. Sie flüchtet immer mehr in ihre eigene Welt und sinniert über die Vergangenheit. Dadurch wird auch der Konflikt zwischen Mary und Tyron immer klarer. Mary sehnt sich nach einem Zuhause, das völlig konträr ist zur Vorstellung von Tyron. Tyrons Leben auf Tour verabscheut sie, auch weil sie es mit dem Tod ihres Kindes verbindet. Die Männer sind vom Drogenrückfall der Mutter schwer getroffen und hadern mit ihrem Zustand. Gleichzeitig fehlt ihnen aber die Einsicht, dass sie mit ihrem Alkoholkonsum selbst versuchen, ihre Situation und Gefühle zu verdrängen. Um Mitternacht sitzt Tyron angetrunken im Wohnzimmer, als Edmund erneut von der Kneipe zurückkommt. Tyron ist schlecht gelaunt. Das viele Licht, das Edmund einschaltet, kostet Geld. Edmund weigert sich aber, das Licht auszuschalten. Der Vater glaube ohnehin nur das, was er wolle, etwa auch, dass Shakespeare ein irischer Katholik gewesen sei. Daraufhin wird Tyron wütend, schwenkt dann aber plötzlich um ins Gegenteil. Alle Lichter sollen brennen. Und Edmund sei eigentlich ein toller Junge, anders als sein Bruder. Der Ton wird vertrauensvoller. Edmund erzählt von einem Spaziergang am Strand, wo er im Nebel alles um sich herum habe vergessen können. Dann zitiert er auch Baudelaire. Der Vater spottet über die poetisch morbiden Anwandlungen seines Sohnes und über die Bücher, die er lese. Für Tyron sei Shakespeare der einzig wahre Literat. Derweil geistert Mary im oberen Stockwerk herum. Sie sprechen über Marys Vater, der ebenfalls an Tuberkulose starb. Auch er habe bis zu seinem Tod getrunken, verrät Tyron. Er meint, dass Mary zwar sagt, dass sie gerne Nonne oder Pianistin geworden wäre, aber nicht die Willenskraft für Ersteres oder das Talent für Zweiteres gehabt habe. Mary kommt nach unten. Aber die beiden tun so, als würden sie sie nicht beachten. Edmund beschuldigt seinen Vater. Hätte er nach der Geburt einen besseren Arzt kommen lassen, wäre sie nicht morphiumsüchtig. Dafür hasse er seinen Vater. Auch dafür, dass er ihr kein richtiges Zuhause gebe. Tyron verteidigt sich, ehe Edmund wieder auf seine Erkrankung zu sprechen kommt. Der Vater gebe sein Geld lieber für Immobilienspekulationen als für seine Kinder aus. Lieber würde er sterben, als in ein billiges Sanatorium zu gehen. Tyron weist die Anschuldigung zurück. Der Streit wird hitziger. Tyron erklärt sich. Als er 10 Jahre alt war, habe sein Vater die Familie verlassen. Er war allein mit seiner Mutter und 3 Geschwistern in einem fremden Land. Er habe für einen Hungerlohn gearbeitet, um die Familie zu ernähren. Ein Geizkragen sei er nur aus Furcht vor der Armut geworden. Edmund zeigt sich wegen Tyrons Ehrlichkeit verständnisvoll und der Vater willigt in ein besseres Sanatorium ein. Tyron geht. Wenig später kommt Jamie sturzbetrunken heim. Er will gerade über den Vater schimpfen, als er erfährt, dass Edmund sich nun mit diesem geeinigt habe. Jamie bekommt einen Arroganzanfall, woraufhin Edmund sauer wird. Als Jamie dann fragt, wo die Fixerin sei, schlägt Edmund ihm mit der Faust ins Gesicht. Jamie ist einsichtig, klagt aber weiter über seinen Frust. Seine Mutter hing ja an der Nadel, sein Bruder habe Tuberkulose und sei ein miserabler Dichter. Dennoch liebe er seinen Bruder. Jamie habe Edmund zu dem gemacht, was er ist, wie Frankenstein sein Monster. Er habe einen schlechten Einfluss auf ihn gehabt. Aus Eifersucht habe er gewollt, dass Edmund scheitert.
Und doch sei er alles, was er noch habe, gibt Jamie zu, bevor er betrunken wegdöst. Plötzlich ist ein Chopin-Stück zu hören. Die Männer sehen nach und finden Mary am Klavier. Sie ist völlig blass und steht eindeutig unter starkem Morphium-Einfluss. Jamie macht sarkastische Bemerkungen und Edmund gibt ihm eine Ohrfeige. Auch Tyrone ist wütend und schwört, Jamie aus dem Haus zu werfen. Mary ist unter den Drogen wieder in ihre Kindheit versetzt. Sie ist nun wieder die brave Klosterschülerin. Die Männer sind sich einig, dass nur noch ein Besäufnis helfe. Mary erinnert sich zurück an ihre Entscheidung, Nonne zu werden. Dann sei aber etwas geschehen. Sie habe sich in James Tyrone verliebt und sei glücklich gewesen. Eine Zeit lang. Long Day's Journey into Night war das Werk, auf das sich Eugene O'Neill quasi sein ganzes Leben vorbereitet hatte. Er schrieb es auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Und das, obwohl das Schreiben daran für ihn sicher eine Qual war. Was es so sehr auszeichnet, ist, wie O'Neill darin tragische Emotionen und das innere menschliche Leiden darstellt. Das Drama drückt den Schmerz und Stress aus, den er und seine Familie selbst durchgemacht haben. Dabei kritisiert O'Neill aber niemanden in seiner Familie. Im Gegenteil, er zeigt Mitgefühl für seine Familie und gibt Erklärungen für ihr Verhalten. Alle Charaktere sind ambivalent. Nicht gut, nicht böse, sondern Menschen mit Ecken und Kanten, die irgendwie versuchen, in dieser Welt zurechtzukommen. Jamie beispielsweise ist innerlich zerrissen. Er liebt seinen Bruder Edmund und hat große Angst, ihn zu verlieren. Er hat bereits einen Bruder verloren und gibt sich eine Mitschuld an dessen Tod. Gleichzeitig ist er aber auch eifersüchtig auf Edmund. Er ist Mamas Liebling, bekommt mehr Aufmerksamkeit, gerade auch jetzt durch seine Erkrankung, während Jamie für seine Eltern ein hoffnungsloser Fall ist. Deshalb versucht er, Edmund klein zu halten, indem er einen schlechten Einfluss auf ihn ausübt, etwa indem er ihn zum Trinken animiert. Drogen und Alkohol spielen in den amerikanischen Dramen dieser Zeit eine große Rolle. Viele Schriftsteller wie O'Neill setzten sich mit ihren Erfahrungen auseinander und legten somit den Finger in die Wunde dieses zeitgenössischen Problems. Im Stück kommt überall Alkohol vor und immer wieder wird der Konsum beschönigt oder legitimiert. Mit Marys Vater zählt die Familie drei Generationen von Alkoholikern hintereinander. Die vielen Drogenabhängigen unter einem Dach lassen sich mit einem Dominoeffekt vergleichen. Wenn einer fällt, fallen alle. Wenn Mary Morphium nimmt, trinken die Männer, um den Schmerz auszuhalten. Gehen die Männer ins Wirtshaus, nimmt Mary mehr Drogen, um ihre Einsamkeit zu vergessen. Ein Teufelskreis. Tyrone ist am Konsum seiner Kinder nicht gerade unschuldig, denn der Alkohol war immer ein Teil seines Lebens und für ihn völlig normal. So gab er etwa seinen Kindern einen Löffel Whisky, wenn sie sich schlecht gefühlt haben. Je länger das Stück geht und je mehr die Charaktere sich mit Alkohol oder Morphium betäuben, desto mehr verlieren sie ihren Bezug zur Realität. Am heftigsten ist das bei Mary spürbar. In ihrer Morphiumsucht hat sie den Point of No Return bereits überschritten. Dennoch bleibt sie gefangen in den Gedanken an die Vergangenheit und die Frage nach dem Was wäre wenn. Sie erinnert sich immer wieder an ihre vermeintlich glückliche Kindheit zurück. Für sie hat das Leiden mit ihrer Heirat begonnen. Sie hasst das Reisen mit Tyrone und fühlt sich in dieser Welt völlig fremd. Stattdessen sehnt sie sich nach einer echten Heimat. Für Tyrone ist die Bar eine Art Ersatzheimat, während Mary alleine zu Hause sitzt. Auch die Söhne folgen dem Beispiel ihres Vaters. Edmund allerdings hat den Eindruck, dass er nicht so recht in die Familie hineinpasst. Er wäre lieber kein Mitglied dieser Familie und fühlt sich zunehmend als Fremder. Tyrone war mal ein aufstrebender Schauspieler, aber der Erfolg hielt nicht lange an. Daran hat er immer noch zu knabbern. Diese Unzufriedenheit mit seinem Leben, gepaart mit seiner Kindheit, treibt ihn zum Alkohol. Das Leben hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Jamie sollte in die Fußstapfen seines Vaters treten und wurde Schauspieler. An der Schule hatte er gute Voraussetzungen, aber wurde wegen seines Alkoholkonsums rausgeschmissen. Sie alle können sich den Familienkonflikten nicht entziehen, denn die begleiten sie überall hin, auch wenn sie versuchen, ihnen zu entkommen, meist durch Drogen. Das wird auch an Edmunds Erzählung vom Strand deutlich. Im Nebel kann er für einen Moment alles vergessen, kehrt dann aber wieder zurück. Während des Dramas ist das Haus immer in Nebel gehüllt. Dieser verdeutlicht die Isolation der Familie und die Ausweglosigkeit ihrer Situation. Die Handlung spielt an einem Tag im Jahre 1912, aber es könnte vermutlich jeder Tag in diesem Sommer sein.
Die Streitereien werden über den Tag intensiver, dieselben Themen kommen immer wieder auf und die Protagonisten nehmen immer mehr Drogen und Alkohol. Es zeigt einen Kreislauf ihres tristen Alltagstrotz. Mich erinnern diese Dramen immer etwas an Sitcoms, weil diese auch hauptsächlich von den Gesprächen und den Konflikten in einer Familie leben. Die Bissigkeit der Dialoge und das Hadern mit dem eigenen persönlichen Scheitern erinnert beispielsweise an eine schrecklich nette Familie oder an hinterm Sofa an der Front. Anders als in einer Sitcom bewegt sich in Long Day's Journey into Night am Ende niemand aufeinander zu. Es gibt kein Happy End. Für die Männer verhindert der Alkohol eine Besserung ihrer Lage, macht sie sogar schlimmer. Dennoch trinken alle weiter. Bei Mary ist es das Morphium. Die ganze Familie verharrt gemeinsam in Trauer, Verzweiflung und Einsamkeit. A hungry feeling, game army stealing, and the mice were squealing in my prison cell. And the old triangle went jingle, jangle, all along the banks of the Royal Canal. To begin the morning, a school's ballin'. Get up, you bosey, and clean out yourself.